Hallo, ich bin der Memphis und ich komme aus dem Suicide Buggy Squad. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sitzt halt der Memphis neben uns. Ein professioneller Battlefield-Spieler, der gerade, ich weiß nicht, zum wievielten Mal hast du jetzt Battlefield 4 gespielt auf der Gamescom? Wow, also hier werden die Slots echt sehr, sehr kulant vergeben. Und gerade wenn man noch ein bisschen mehr in der Materie drin ist und Feedback geben kann, dann wird man natürlich öfter mal dazu gebeten. Ich habe das jetzt bestimmt 7-mal gespielt, 8-mal gespielt. Da gibt es jetzt auf jeden Fall neidische Gesichter am Bildschirm, weiß ich, kann ich dir schon mal sagen. E-Sport, ist das ein Thema für Battlefield oder war das schon ein Thema für Battlefield 3? Auf jeden Fall, also E-Sport bei Battlefield 3 war immer so ein bisschen belächelt, denn es gab keinen Spectator-Mode, es war schwierig, das irgendwie zu promoten, irgendwie zu broadcasten. Und man hat versucht, also viele Spieler haben versucht, das dann selbst auf die Beine zu stellen. Viele Spieler haben dann Streams gemacht und einer hat dann den Meta-Stream gemacht und hat die dann durchgeschaltet. So hat man versucht, das noch eine gute Übertragung zu bekommen, möglichst viel Bandbreite zu haben, möglichst viele Leute zu erreichen. Und es haben wirklich tatsächlich relativ viele geguckt dafür, dass so wenige Möglichkeiten da waren, es zu gucken. Und bei Battlefield 4 ist ja jetzt der Spectator-Modus drin und man kann nur hoffen und wir sind sehr zuversichtlich, dass das richtig einschlägt und dass Battlefield hat auf jeden Fall eine riesengroße Fanbase und vielleicht haben die Leute ja auch Lust zu sehen, wie wirklich Gaming am Limit aussieht. Und ja, also man hört jetzt schon ganz klar raus, dass neben dem Spiel und dem Spielmodi selber für euch einfach eine Verfügbarkeit vom Bildmaterial, also eine Übertragbarkeit, dass ihr das Spiel raustragen könnt ans Publikum quasi sehr wichtig ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Der E-Sport lebt auch von der Community, von den Fans, natürlich. Irgendwie muss man ja auch Sponsorengelder heranbekommen und Werbung machen und das ist natürlich genau das Gleiche wie beim Fußball. Wenn Fußball nicht im Fernsehen übertragen werden würde, dann wäre es nicht so groß, wie er heute ist. Und so ist es halt im Internet genauso mit den Streaming-Kanälen. Deswegen, wir hoffen, dass es einschlägt und wir sind ziemlich sicher, dass es einschlägt. Battlefield, toi toi toi, im E-Sport. Kannst du jetzt mal einmal sagen, du hast ja jetzt Battlefield 3 schon im E-Sport gespielt. Einfach mal so ganz pauschal, welcher Modi wird da gespielt? Mit wie vielen Leuten läuft das ab? Also der Standardmodus für Battlefield 3 war der Conquest-Modus, 8 gegen 8. Das war Conquest Small. Das heißt, auf Caspian Border zum Beispiel gab es dann nur 4 Flaggen, anstatt den 5 auf Conquest Large. Ja, und wie läuft es ab? Man hat normalerweise feste Positionen. Das heißt, man hat bestimmt eine bestimmte Anzahl an Infanteristen, die auf einer bestimmten Map spielen. Dann Jetpiloten, wie ich zum Beispiel einer bin. Man dürfte mich daher am meisten kennen. Dann gibt es Panzerfahrer, Helikopterpiloten, Helikopterschützen. Und das alles zusammen ergibt dann ein Team und damit spielt man dann gegeneinander. Ist es jetzt schwieriger, ein Battlefield-Team aufzubauen als zum Beispiel ein Counter-Strike-Team, weil es ganz einfach jetzt 8 Leute sein müssen? Also, dass man feste Trainingszeiten hat, dass jeder fertig zu seinem War ist und so weiter und so fort? Das auf jeden Fall, zumal man ja auch sehr viele Spezialisierungen hat. Bei Counter-Strike ist es oft so, dass man 4 normale Schützen hat und einer, der noch sehr auf Sniper spezialisiert ist, meinetwegen die AWP, die auch ziemlich jeder kennen sollte. Und in Battlefield ist es halt so, du brauchst einen Jet-Piloten, der den Jet richtig trainiert und man hat natürlich wenige Teampartner innerhalb des Teams, die dann auch wirklich mit einem trainieren. Das heißt, man muss clanübergreifend mit anderen Leuten trainieren, mit anderen Clans trainieren, an anderen Clans trainieren. Und so arbeitet man sich halt im E-Sport zurecht in Battlefield. Aber das ist gar nicht schlimm. Die Fanbase von Battlefield ist riesig groß und auch viele Leute, die E-Sport spielen wollen. Und von daher kriegt man auch immer Trainingspartner. Das ist alles nicht so das Problem, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als in Counter-Strike. Jetzt bei Battlefield 4 kannst du ja schon einfach so Unterschiede merken. Also du hast es jetzt schon echt extrem oft angespielt. Wenn du so Unterschiede beim Jetfliegen, beim normalen Spiel oder so zu Battlefield 3, kann man das irgendwie vergleichen? Ja, vergleichen kann man die beiden Teile sicherlich, denn das eine ist der Nachfolger vom anderen. Aber man merkt auf jeden Fall die Stellschrauben, an denen DICE geschraubt hat. Und das sind aus meinem Eindruck, den ich jetzt erhalten habe, das, wie gesagt, 7-8 Mal gespielt, das sind knappe 4 Stunden. Ja. Das ist noch ein sehr kleiner Teil im Gegensatz zu der Zeit, die ich in Battlefield 3 verbracht habe. Deswegen kann ich das nur erahnen und ich muss sagen, das, was ich erahne, ist, DICE hat alles richtig gemacht. Sie haben Feedback angenommen, sie haben Fahrzeuge verändert, das Infanterie-Gameplay verändert, Zerstörung eingebaut, dynamisches Wetter, viele Sachen eingebaut, die wirklich, wirklich genial sind und die man auch im E-Sport gebrauchen kann, die man auch nicht nur im E-Sport gebrauchen kann, auf jeden Fall. Also, wo das Balancing ein bisschen besser ist, wo die Fahrzeuge besser zueinander arbeiten und das merkt man auf jeden Fall in Battlefield 4. Ich bin sehr begeistert davon. Ich versuche auch jeden freien Slot zu bekommen, den ich noch irgendwie anspielen kann, um da noch ein bisschen mehr zu bekommen, mehr zu sehen und noch ein bisschen besseres Feedback an DICE-Mitarbeiter und so weiter zu geben.
Du sagst gerade, du gibst Feedback an DICE-Mitarbeiter. Ja. Steht ihr da im direkten Kontakt? Wie läuft sowas ab? Sprechen die dich an? Oder hast du da irgendwie einen Ansprechpartner hier in Deutschland oder direkt bei DICE? Ja, der Ansprechpartner hier in Deutschland ist ganz einfach. Das ist der Andreas Koch, der Gamma. Und er bringt mich dann meistens mit den Leuten zusammen, sagt, hier, sprich mal mit dem, da kannst du Feedback abgeben, das wird gehört und so weiter. Nicht, dass sie auf anderes Feedback nicht hören würden. Gerade gestern habe ich mit dem Global Community Manager gesprochen und er hat auch erzählt, wie Feedback einfließt, wie sie es verwenden und ja, wie soll ich das sagen, wo Feedback eingeflossen ist. Und man merkt halt wirklich diesen Einschlag von dem Feedback. Man merkt halt, wie das Feedback angenommen wird und man sieht dieses Feedback auch. Natürlich ist es nicht so, dass wenn jemand jetzt von einem Jet getötet wird und sagt, die Jets müssen weg, dass die DICE-Entwickler auf einmal sagen, oh ja, auf jeden Fall die Jets weg. So machen sie es auf jeden Fall nicht, aber das Feedback fließt alles ein. Ich habe schon gemerkt, die Jets sind indirekt genervt worden. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht, auf Bodenziele zu gehen und einen Haufen Infanteristen wegzumachen. Das heißt, das wäre jetzt quasi zum Nachteil für deine spielende Position, oder? Ja, auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch eine neue Herausforderung, um noch besser zu werden, um das trotzdem noch weitermachen zu können, um trotzdem noch effektiv Bodeneinheiten bekämpfen zu können. Und das ist natürlich wieder ein Anreiz, noch mehr zu spielen. Stichwort Levolution ist ja so irgendwie in aller Munde. Magst du dazu was sagen? Ja, Levolution. Das ist das ist sehr subtil auf der einen Seite und andererseits, wie man das in den Trailern gesehen hat, auch nicht. Weniger subtil wird es dann, wenn ein riesen Hochhaus auf einen raufstürzt und die ganze Stadt dann auf einmal in einer Asche- und Schuttwolke begraben ist. Sehr subtil wird es dann da, wenn man einfach nur eine Containertür auf und zu machen kann und da schnell durch kann oder sich verstecken kann. Das habe ich gesehen, das habt ihr auch genutzt. Ne? Das mit der Containertür habe ich nämlich gestern bei dir beim Spielen wirklich gesehen. Ist es denn bei Levolution nicht für den E-Sport schwierig, wenn man sagt, die Map verändert sich zum Beispiel mit diesem reinkrachenden Schiff oder es gibt diesen Punkt, wo das Hochhaus einstürzt, weil du jetzt halt nicht so eine straighte, klare Map hast wie bei Counter-Strike, sage ich jetzt mal, oder bei COD, sondern dass die Karte sich ändert. Ist das für den E-Sport eher positiv oder ist das eine Herausforderung? Also ich würde sagen, Battlefield allgemein erfordert sehr viel mehr taktische Übersicht als meinetwegen Counter-Strike. Das hat jetzt nicht viel mit, Counter-Strike braucht nicht so viel Skill, das will ich damit nicht sagen. Es gibt mehr Faktoren, die auf diese Map einwirken und damit steigt die Anzahl an Faktoren selbstverständlich. Aber in Battlefield 3 hat das super funktioniert und ich wüsste nicht, warum das in Battlefield 4 nicht auch funktionieren sollte, dass ich mal, ich meine, in Battlefield 3 können auch Häuser einstürzen, können Wände mal verschwinden, wenn man da eine Rakete reinjagt. Da können sich auch neue Gegebenheiten auf der Map entwickeln. Und bei Battlefield 4 ist das halt nur einen Schritt weiter gegangen und ich denke, das wird keinen negativen Einfluss darauf haben, sondern eher einen positiven, dass man versucht, noch möglichst viel von der Umwelt zu nutzen, möglichst viele Tricks auszunutzen. Und dann muss man eben sehr viel Training auf die Basics legen. Wo befindet sich was? Wo ein Feuerlöscher, den man zerschießen kann? Wo eine Tür, die man aufmachen kann? Welchen Pfeiler muss ich wegschießen, damit was einstürzt? Das sind so Sachen, die muss man rausfinden und sie dann auch im richtigen Moment nutzen. Und ich finde das einfach klasse, weil das mehr taktische Tiefe reinbringt. Also was mir bei eurem Match natürlich gegen Frankreich aufgefallen ist, ist die extreme Absprache. Was ich bei allen anderen Spielern hier sehr vermisse, wenn man also in den Community Launch hineingeht, ist es eigentlich wie in einer Bibliothek. Alle sind mucksmäuschenstill, jeder ist anscheinend ganz geflasht und gebannt. Wie wichtig ist diese Teamabsprache für euch? Ja, ich sag mal so, ohne Teamabsprache funktioniert gar nichts. Denn die Map ist groß, selbst die Domination-Map ist vergleichsweise groß, wenn man das meinetwegen, wie du es gerade selber getan hast, mit einer Counter-Strike-Map vergleicht. Es gibt sehr viele Faktoren, die darauf einspielen und sehr viele Spieler im Team. Wir waren gestern 10 Spieler im Team und 10 Spieler zu koordinieren, das geht natürlich nicht über den Chat oder über irgendwelche Befehle in-game. Da möchte man sich unterhalten, da muss man sagen, du gehst jetzt dahin, du dahin, Bravo Squad, capt jetzt Charlie und so weiter. Das wird dann halt auch durch den Raum gerufen und normalerweise, wenn wir zum Beispiel auf LANs fahren, ist es halt auch so, da die Reihe, die gerade spielt, die ist ziemlich laut. Die sind immer ziemlich laut. Wer gibt bei euch die Callouts? Bist du das? Gestern im Match war ich es. Ich bin es normalerweise auch im normalen Match. Gerade wenn ich irgendwie auf einer Jet-Map im Jet sitze, sehe ich natürlich am meisten und bin natürlich für meine Bodenleute zuständig, dass sie nicht von den anderen Jets angegriffen werden. Das heißt, ich muss da Kommandos geben, ansonsten funktioniert das nicht. Und so ist es eben auch im E-Sport. Ohne Kommandos geht gar nichts. Okay, dann sage ich recht herzlichen Dank und viel Erfolg für Battlefield 4. Jo, ich bedanke mich auch. Danke sehr.